Der erste Trailer zu Sony's Spider-Man Into the Spider-Verse ist erschienen. Grund genug für mich, noch einmal Marvels Spider-Verse-Event aus dem Jahr 2014 genauer anzugucken. Ich bin Flo und ihr seid bei Nerdstar. Die Prämisse des Events ist ziemlich schnell erklärt. Nachdem die junge Cindy Moon, welche von derselben Spinne gebissen wurde wie Peter Parker, nach 10 Jahren einen Bunker verlässt, der zu ihrem Schutz gebaut wurde, ruft Morlun, ein Feind von Spider-Man, die große Jagd aus, in der er gemeinsam mit seiner Familie sämtliche Spinnentotems des Multiversums töten will. Nachdem diese zu Beginn auch erfolgreich sind, baut Otto Octavius, der zu diesem Zeitpunkt im Körper von Peter Parker steckt und als der Superior Spider-Man agiert, eine Spider-Army auf, um die Bedrohung der Inheritor, so nennt sich Mordos Familie, abzuwehren. Der Prolog findet dann in der fünfteiligen Kurzreihe Edge of the Spider-Verse statt. In jedem der 5 Teile wird ein anderes Spinnentotem, ein anderer Spider-Man vorgestellt. Eine dieser Versionen ist die Spider-Woman von Erde 65. In dieser Realität wurde nicht Peter Parker, sondern Gwen Stacy von der radioaktiven Spinne gebissen, wodurch diese zu Spider-Woman wird. Die Beliebtheit von Gwen Stacy als Spider-Woman führte dazu, dass diese nach dem Spider-Verse-Event eine eigene Comicserie bekam, die bis heute unter dem Namen Spider-Gwen läuft. Und nun tritt sie auch in dem Animationsfilm auf. Der Hauptteil des Events lief dann in einer 7-teiligen Serie unter dem Namen Spider-Verse. In dieser wird der Kampf der Spider-Army gegen die Inheritor beschrieben. Das Spannendste an dem Event ist natürlich, dass alle Versionen von Spider-Man, die jemals bei Marvel erschienen sind, in diesem Event vorkommen. Der Kurioseste dabei ist natürlich Peter Parker, aka Spider-Ham. Aber auch die Filmversionen von Tobey Maguire und Andrew Garfield werden zumindest erwähnt. Die Inheritor werden am Ende besiegt, indem sie auf einer radioaktiv verseuchten Erde ausgesetzt werden, da sie besonders anfällig für Strahlung sind. Die große Frage in Bezug auf Sonys Film ist natürlich nun folgende. Nimmt sich der Film die Geschichte des Events als Vorbild oder leiht er sich nur den Namen? Einiges wissen wir bereits über den Film. Hauptcharakter wird Miles Morales, der Ultimate Spider-Man. Ein afro-lateinamerikanischer Junge aus New York, der langsam das Ausmaß seiner Superkräfte kennenlernt. Der etablierte Spider-Man dieses Universums ist allerdings auch Peter Parker, der bei einem Treffen mit Miles sehr überrascht ist, dass dieser ähnliche Superkräfte hat. Und er ist dann noch überraschter, als Spider-Woman aka Gwen Stacy auftaucht. Einen Hinweis auf mindestens einen weiteren Spider-Man gibt es in dem Trailer auch. So ist kurzzeitig eine Spinne zu sehen, auf der Alchemax geschrieben steht. Und Alchemax ist natürlich die Firma im Jahr 2099, die quasi die Regierung darstellt. Und für diese Firma arbeitet natürlich auch Miguel O'Hara, der im Jahr 2099 der Spider-Man ist. Der Film erscheint Ende des Jahres und der Trailer zeigt uns bereits, dass Miles nicht viel Zeit haben wird, seine Superkräfte zu meistern, bevor er gemeinsam mit Peter Parker und Gwen Stacy die Welt retten muss. Wenn euch dieser erste Einblick gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen hoch da und abonniert unseren Kanal und lasst die Glocke läuten, denn in der nächsten Woche veröffentlichen wir noch eine detaillierte Analyse des Trailers.